Ein Stacky, nennen die ja oder was? Ein Stack, ein Tier. Ja. Wo siehst du denn das? Oh, beim Eingang, glaube ich. Guten Abend. Ja, ich habe eine Stimme gehört. Hallo. Moin. Eigentlich wollte ich zum Schalker-Shop. Ist das hier nicht der stark reduzierte Shop gerade? Der sollte stark reduziert sein, ja. Stark reduziert? Es sind ja immer noch 7. Spark, wie immer noch 7. Das sind Zwei ja Neuntel runtergegangen. zwei Aber Neuntel. wenn du mal guckst, da drunter die dritte, also die, ne, da steht da noch Mengenrabatt Genau. Verhandelbasis, ne? Das ist ja Ah, ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Ich war schon überlegen, 22 wann wir Prozent, wo. 22%, das ist schon, puh. Und es ist ja noch Also nicht mal Black Friday. ich bin am Überlegen, ich bräuchte vielleicht so um die 30 Stück. Boah, die müssten da sein. Ich habe ja auch alle Farben vorrätig, wie du sehen kannst. Alle Ja, Farben. ich weiß, ich habe noch keine Gedanken dazu gemacht. Also ich bin am Überlegen, halt eine große Schatzkammer zu machen, wo ich Schalkerboxen ganz vielen Emeralds fülle. Also nicht Blöcke, sondern Emeralds einzeln. Und da brauche ich jedenfalls nochmal Schalkerboxen dafür. Und vielleicht noch für ein paar andere Dinge. Also von jeder Farbe brauche ich dann eine und dies, das. Und ich habe ja noch keinen Plan gemacht. Ich wollte gerade nochmal Preis abchecken. Ich komme aber safe nochmal auf dich zurück. Auf jeden Fall, also ich habe den Taschenrechner offen. Also man kann da, wir können schon was dingfest machen. So ist nicht. Ja, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie viel ich brauche. Das ist halt jetzt der Witz. Genau. Alright. Also Ich habe ich. auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall gute Ware hier. Jegliche Farben, die du dir vorstellen kannst, natürlich, so wie ich bin. Ich biete dir natürlich auch jede Farbe zum selben Preis an, dementsprechend. Kann das sein, dass die Also. Gelben zufällig ihren Ursprung in meiner Base gefunden haben? Wegen der Sonnenblume. Also, ja, das kann gut sein, ja. Es wurden auch pflanzliche Mittel hier verarbeitet in den Schalkern. Also. Nee, also wie gesagt, ich muss noch eine Einkaufsliste machen. Ich wollte nur kurz Preis abchecken. Ja, schreib mir einfach, wenn du weißt, wie viele du Sehr, brauchst. sehr gerne. Wie gesagt, ein Plan. Also von allen Farben brauche ich eine. Ich habe aber schon welche. Das ist dann sozusagen das, was in meine Enderkiste reinkommt, so als Übersicht, dass jede Farbe dann irgendwie hat. Also dunkel ist immer Blackstone, das Grau ist immer Deep Slate und sowas und so weiter und so fort. Die Ordnung fehlt mir halt noch. Und dann halt noch so ein Balklager, wo halt richtig viel Zeug reinkommt. Und da gucke ich mal wegen den Farben noch. Aber also erstmal war nur Yes. so Preisscouting. Und dann warte ich gerade da unten. Da dachte ich, ah, okay, mal gucken. Ja, so hier, man ist da offen für alles, also Also wenn, dann weiß mache ich Bescheid. Großbestellung. Ich sag mal so, ich habe Veni bereits schon 45 Stacks Emerald-Blöcke abgekauft. Ich kaufe, wenn, dann kaufe ich groß. Okay. Das wird big. Vermerkt. Ich bereite mich darauf vor, die Ware wird da sein. Alles klar. Okay, es ist mal wieder soweit. Wir sind im Shopping District und so wie es aussieht, glüht alles hier. Es brennt alles. Es glüht und brennt und volles Programm. Herzlich willkommen im nächsten YouTube-Aufnahmeschnipsel. Ich bin ja übelst viel am Stream und kriege auch nicht mal alles mit, wenn parallel im Shopping-Gestück passiert und so und da komme ich hin und her, dies, das. Wir hatten nochmal geschaut, Space hat ja hier unten was geklaut. Check ich nicht, also wir haben es eigentlich in Projektregeln drin, ne? Wir haben da jetzt nichts enforced oder so, da müssen wir mal gucken. Er hat jetzt aber 10 Dias reingelegt, ihr seht diesen einen Slot, da sind 10 Dias drin, das müssen von Space gewesen sein. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, hat G-Time nochmal alles weitere komplett leer gekauft. Das heißt, wir müssen mal wieder ein kleines bisschen was nachlegen. Ach so, Leute, ich glaube, ich habe das bisher übrigens auch noch in keiner Folge irgendwie vernünftig erklärt nochmal. Wir sind wieder im großen Jahresend-Grindstream. Die Zeit, die ihr wahrscheinlich schon seit einigen Tagen dort oben drin seht, ist der Timer, wie lange ich noch zu streamen habe. Und pro Sub, 4 Emeralds oder 400 Bits auf Twitch, können die diese Zeit um eine Minute jeweils verlängern. Letztes Jahr hatten wir 37 12-Stunden-Streams geballert. Aktuell, zumindest jetzt, wo ich das aufnehme, sind wir schon im 12. 12-Stunden-Stream. Und seht ihr unten ganz vorbildlich, wird schon wieder Zeit draufgespült. Und ja, wir machen das so lange, bis die Zeit ausläuft und dann endet der 12-Stunden-Marathon. Ich habe auch ein kleines Ruleset dafür in einem nicht gelisteten Video aufgenommen, wie wir das ganz genau vorhaben, dass man vielleicht auch mal eine Pause nach einplant, wenn das zu lange geht. Und ihr findet das, wenn ihr am Twitch bei mir Ausrufezeichen Grind in den Chat schreibt, dann kriegt ihr den Link zu diesem Video und dann könnt ihr euch das Ruleset genau angucken, falls euch das interessiert. Ansonsten zurücklegen, genießen, so mal extrem viel los, wir suchten komplett durch. Ansonsten, das war nochmal wichtig, ich habe das bisher noch nie erzählt im Stream. Im Video. Ansonsten gucken wir mal hier in die Box rein und ich muss mal schauen, wie viel Ancient Debris habe ich noch? 42! Leute, wir müssen da mal ganz dringend, also erstens, ich freue mich über die Dias, aber wir müssen aber ganz dringend wieder neu nachfarmen. Nur so nebenbei, für alle Deals, die ich gemacht hatte, auch hier in dem Shop, wo ich Sachen verkauft hatte und whatever, ne? Ich habe immer parallel im Stream hier und da mal ein Stündchen gefahren. Wir können mal gucken, wie viel Ancient Debris ich insgesamt schon verkauft habe, das sehen wir dann gleich. Wartet mal ganz kurz. Erstmal machen wir in diese Kiste alles rein und damit die Leute wissen, was zu tun ist, ja, mache ich das immer so
also ich ganz vorbildlich zeige ich, was gemacht werden muss. 5 Dias sollen in die Mitte. Und dasselbe kommt dann hier noch mal hin. Und jetzt bin ich out of Ancient Debris. Wir müssen wieder nachfarmen. Ganz dringend müssen wir nachfarmen, aber ganz dringend muss ich euch mal meinen Bank-Account zeigen. Weil das nimmt schon ein paar ganz böse Ausmaße an. Ich habe bald keinen Platz mehr bei mir drin. Wie viel haben wir eigentlich mittlerweile gerade? Leute, exklusiv Bestandsaufnahme. Wie viel Dias haben wir gerade überhaupt übrig? Wir haben ein paar dicke Deals gemacht, wir haben auf dick ausgegeben. Ich hatte, glaube ich, allein 4 Stacks oder 256 Dias für die ganzen Emerald-Blöcke ausgegeben. Da müssen wir mal gucken. Bestandsaufnahme. Ich hätte hier 53 drin, das darf erstmal so bleiben. Wir haben 1, 2, 3, also sind ja 9 Stacks, hier eine Reihe. Plus 8 weitere, dann haben wir 17 Stacks Dias und wir müssen noch ein kleines bisschen dazu rechnen. Erstmal 17 Stacks Dias plus, nee, wir rechnen das in absoluten Zahlen. 17 mal 64, das sind 1088 und jetzt kommt es plus und jetzt in Klammern. Ich habe 7 Stacks Deep Slate Diamond Ore, also 64 mal 7 mal 2,2. Klammer zu. Und dann komme ich auf eine Zahl von 2073,6. 2073. Und dann, ne, das ist wahrscheinlich Deko, das nehme ich mal nicht mit dazu. 2073, sagen wir 2100 ungefähr. Natürlich habe ich auch gerade hier noch, ne, wir müssen das hier machen. Ja, damit das nicht verwechselt wird. Ja, über 2 Kadias dieses Jahr. Also in Graphic 8 hatten wir 12.000, da kommen wir noch lange nicht ran, aber so dafür, dass ich nicht so ultra gegrindet habe, ist das nicht verkehrt. Das habe ich für Deko übrig, ja. Also die Erze, wenn ich sie nicht brauche, lasse ich die in Erzen drin, das ist meine Notfallbank sozusagen, da kann man sich nochmal nachholen. Aber das ist doch chill. Ich glaube, dieses Jahr läuft es wieder massiv. Alles kommt die Ender Chest, weil in der Ender Chest, da ist wieder mein komplettes Lagergefühl drin. Wir können durchgehen mit all den Sachen, die wir haben. Hier muss ich wieder ein bisschen TNT nachkaufen, damit ich wieder sprengen kann. Netherite-Vorrat ist erstmal wieder alle und ansonsten muss ich bald wieder loslegen zum Grinden. Ja, und für den Fall des Falles, wir müssen nächstes Mal ein paar Einkaufsdeals machen. Guck ich mal. So 30 Schalker-Boxen oder sowas. Da werden wir bei Basti nochmal einkaufen. Mal gucken. Leute, ja, soweit zum Zwischenstand. Der Shop läuft ziemlich gut. Wir könnten uns übrigens überlegen, noch einen zweiten zu machen, aber da habe ich noch keine Ideen, was ich machen werde. Vielleicht kommt das auch noch irgendwann. Muss ich ins Lager bringen. Wo wir gerade sind, ich sollte auch den One-Hit-Kill zeigen, oder? Euch gehört auch der Totem-Shop, ne? Ja. Dann kannst du ja bestimmt eins auch kostenlos da rausnehmen, oder? Hab, ja. Dann nehmen wir eins und halt's mal in der Hand. Aber ich verliere kein Level, ne? Nein, 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 nur dein Totem fliegt in die Luft. Also hol dir eins raus, damit du direkt wieder eins hast. Und dann machen wir das. So, dann stell dich einfach mal davor und ich komme gleich wieder, okay? Du musst nichts tun, außer hier stehen. Okay. Ne, ich möchte mich hier hinstellen. Hat nicht gereicht, aber wie viel AP? 4 Herzen. Okay, warte, ich muss ein bisschen mehr Speed kriegen. Ich höre dich doppelt, du redest in-game. Oh, Entschuldigung. Das war ein Fail. Meine Güte, ist so, ich sehe, ich habe Push to Top. Dann nochmal, ich hole ein bisschen mehr Speed. Aber ich bin jetzt schon fast zu. Oh, nee, wieder voll. 1 HP habe ich gehabt. Was noch übrig war? Entschuldigung, was noch übrig war? Mhm. Okay, dann, also wenn du richtig, dann habe ich, war ich nicht, nein, das war ein Versehen, ich habe Push-to-Talk-Reflex, weil wir die ganze Zeit da drüben jetzt waren. Wenn ich jetzt richtig, ich mach's nochmal, aber richtig im Sturzflug, okay? Dann sollte das gehen, mach dich komplett voll. Wie geht das, was ist die Mechanik dahinter? Naja, die Geschwindigkeit, die du dem Fall mitgibst, während du im Sturzflug bist, die wird oben drauf gerechnet. Was, wie krass. Ja. Okay, ich probier's nochmal. Ich muss sie halt auch treffen, das ist die andere Sache jetzt. Ah, nicht getroffen. Ja, das ist super schwer mit Hyperspeed. Warte, ich komm wieder. Leute, das richtige Event ist erst am Wochenende. Die sind gerade alle ein bisschen am Ausrasten, weil wir... Ja. One-Hit. 3 Tage Bann für dich, hast du mich hier im Shopping-District gekillt. Nee, der Shopping-District heißt ja nicht, dass du mich töten darfst. Okay, gut. Ja, meine Leute. Ha? 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 Spark! Hi! Moin. Nice of you to join us. Ich dachte, ich guck mal ganz kurz hier rein. Erstmal, ich dein Casino begutachte. Sieht schon mal nice aus. Wartest drauf, dass Monte kommt? Ja, ich sorg schon mal vor. Alles klar. Aber eigentlich habe ich gedacht, ich habe vielleicht ein bisschen Business mit Basti. Oh, das klingt gut. Genau, ich dachte, ich komme nochmal auf dich zu. Wegen den Schalker-Boxen. Mhm.
Ja, es sind welche da noch gerade. Aber aktuell, weil ich heruntergegangen bin im Preis, fast kaum noch welche übrig. Wie viel bräuchtest denn du? Also, ich habe gesehen, in deinem Shop liegen noch 30 normale Schalker-Boxen drin. Ich denke mal, ich färbe mir die selbst, weil Farben muss ich mal gucken. Und ich würde alle nehmen von denen, Okay. sofern du den Preis halbieren kannst von den sieben. Dann nehme ich alles mit. Wie viel brauchst du wirklich? Also, wie viele würdest du, wenn ich sagen würde, ich habe vielleicht doch noch vielleicht ein paar mehr, wie viel würdest du nehmen? Also 30 habe ich gedacht, so war eigentlich auch das, was ich so maximal erstmal nehmen wollte. Ich habe jetzt nichts Spezifisches damit vor, aber ich dachte, ich nehme einfach mal auf Vorrat, dann habe ich immer, wenn ich welche brauche. So genau die 30 da. Ich sag mal so, da wäre ja schon eine schöne runde Summe. Was ich heute am Black Friday machen könnte, wäre ein Fünferkurs. Dann wären wir bei 150. Okay, dann habe ich noch einen Counter auf I Get Ready. Dann würde ich es ebenfalls rund, ganz rund vorschlagen und einfach sagen, zwei Stacks. Das wären 128. Das wäre so die Mitte zwischen 105 und vielleicht 150. Ja, sind wir bei 4,2 für eine. Naja, komm. Wag, weil du es bist. Wichtig, du musst einmal weghören. Die sind nicht sonst, die sind nicht immer so günstig. Das können wir machen. Ja, let's go. Ich bin schon da. Dankeschön. Also sind genau die 30, die unten drin sind. Ich muss die aber einzeln abtransportieren, weil ich kann ja nicht in Schalkerboxen packen, ne? Nee, das geht leider nicht, nee. Da muss ich mehrfach fliegen. So, dann pass mal auf. Dann gehen wir mal hier. Ein Stack und zwei Stacks, genau. Ja, das passt. Perfekt. Dann räume ich hier die Dinger leer und dann gucke ich mal, was ich damit noch so vorhab. Sehr, sehr nice. Ja, ich danke dir vielmals. Sehr nice. Gerne, gerne. Hat mich gefreut. Ja, war eine Odyssee, den Schalker da runter zu kriegen, ne? Ja, wir haben. Da mussten wir eine kleine Verlängerung bauen und dann mit einem Boot von oben runter droppen auf den Spawn, weil wir da halt keine Boote platzieren durften. Hat sich aber auch illegal angefühlt, auf dem Spawn ein Boot zu platzieren. War aber auch schon früher in Seasons so. Also auch Graphic 8 hatte ich ja auch meinen rausgeholt für den alle Achievements-Effekt. Und da selbe Taktik auf dem hochgebuddelt, auf den Baum gefahren und dann runtergedroppt. Ja, es ging dann eigentlich ganz gut. Wir hatten nur ein bisschen Angst, dass sie dann stirbt, aber haben Ja, dann ordentlich sicherlich gegen die kannst du dir gehielt. vorstellen, warum Boote so auf dem Spawn nicht so gerne gesehen werden, ne? Ja, deswegen habe ich ja gesagt. Habt ihr eben gemerkt, wie ich gehandelt habe? Ich habe genau den Preis bekommen, den ich wollte.